Ja, also ich war immer schon sehr technisch interessiert und nach dem Abschluss an der Schule habe ich mal überlegt, was konnte ich denn machen. Und da war es natürlich sehr gut, dass es die Easter gibt zum Informieren über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. So eine Veranstaltung wie Easter sehen wir als sehr wichtige Werbeveranstaltung für den Lehrberuf an. Denn der Lehrberuf ist für uns nach wie vor ein erfolgreicher Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Also auf die Idee gekommen bin ich eben durch meinen Papa, weil der auch Elektrotechniker ist. Also an der GSAG taugt man, dass man viel sieht, viel große Maschinen hat. Es ist unterschiedlich und man lernt viel. Ein Lehrberuf wird immer einen goldenen Boden haben. Wir wollen Leute gewinnen, die in der Region zu Hause sind, die nicht weite Wege gehen müssen. Ich glaube, das alles trifft auf der Easter zu. Ich bin im Fahrzeugbau tätig, ich mache die ganzen technischen Aufträge, habe viel mit Zeichnungen zu tun, viel technische Sachen. Du warst ja schon bei Easter auch dabei. Mhm. Wo sind denn so die Fragen gewesen, die von den Jugendlichen gekommen sind? Arbeitszeiten, wie viel das man kriegt und solche Sachen und was man eigentlich auch tut. Ich bin der Meier Dominik. Die Lehre heißt Zerspannungstechniker, sie dauert insgesamt 3,5 Jahre und ich bin jetzt momentan im ersten. Der Beruf selber also in der Firma ist gut, weil auch schon die Arbeitszeiten. Man kommt zwar ein bisschen früher runter, man kann zwar nur mit der Kamm gehen. Aber ich bin fasziniert und ich darf es weiter empfehlen. Ja, Elektronik taugt mir sehr. Also von klein auf schon war ich sehr technisch interessiert. Und in der vierten Klasse von der Hauptschule, da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, zur E-Star zu fahren. Und da habe ich dann die Firma Eurofunk Kappacher kennengelernt und habe mich auch dann schlussendlich auch beworben. Also ich glaube, die Easter ist insofern wertvoll, weil es zum einen fürs Unternehmen die Möglichkeit ist, sagen wir, einfach an die möglichen Lehrlinge heranzukommen, sich ein bisschen zu präsentieren. Und zum anderen denke ich, ist es eine ganz faire Möglichkeit für die Lehrlinge, einfach sich ein Bild zu verschaffen, einen ehrlichen Eindruck, damit zu sagen, ja, das wäre eigentlich was für mich. Mechatronik hat ein großes Umfeld. Du bist in der Mechanik unterwegs, in der Elektrotechnik. Du hast auch ein bisschen was mit dem Programmieren zu tun. Und Industrie ist auch ganz interessant vom Verdienst her. Also die Lehrausbildung ist bei uns besonders wichtig, zumal wir unseren Nachwuchs an Fachkräften aus der Lehrlingsausbildung schöpfen. Ich finde es eine super Veranstaltung. Man wird als Firma bekannt. Die jungen Leute wissen, aha, da gibt es sozusagen in den Bergen fast auf Almenhöhe einen interessanten Betrieb, wo man sage ich mal, zukunftsträchtige technische Berufe lernen kann. Mir taugt es generell mit Metall zum Arbeiten und wenn es in der Maschine drin ist und wenn man einmal drüber fährt, mit dem Werkzeug, dass die Oberflächen, die gefällt mir sowieso besonders. Die Ausbildung von Lehrlingen ist uns sehr wichtig. Wir sehen das einerseits der Bedarf aus der Produktion heraus, dass wir qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte brauchen und andererseits auch als gesellschaftlichen Auftrag, jungen Menschen eine Perspektive und eine berufliche Chance zu geben. Ich tue bohren, feilen, stanzen, die ganzen Aufgaben, die was man halt im ersten Lehrjahr schon machen darf. Also ich mache jetzt dann wahrscheinlich Lehre mit Matura und ja, dann darf ich mich gerne weiterbilden, vielleicht einmal studieren oder irgendwas. Wir arbeiten eben mit Internet, also Datenübertragung, Telefonie. Ja, das ist sicher ein Job mit Zukunftsaussichten, weil das wird immer weiter in die Digitalisierung einige.
Die Salzburger AG ist sehr, sehr engagiert in der Lehrlingsausbildung. Wir haben hier über 10 Berufsbilder, die wir anbieten. Bei uns haben gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns gelernt haben, die Möglichkeit, wirklich außergewöhnliche Fachkarrieren einzuschlagen, haben hier die besten Voraussetzungen, wirklich Leitungsfunktionen zu übernehmen und hier das Unternehmen auch selbst ganz aktiv gestalten zu können. Also ich lerne in der Firma Skierzeuger und ich lerne mal die ganze Produktion kennen, von Vorfertigung weg bis Skibau, Schleiferei, Endausfertigung, dann gehen wir ins Labor, wie auch noch, und bis halt die Ski fertig sind. E-Star ist mit Sicherheit einmal der erste Kontaktpunkt. Ja, also was gerade natürlich bei der E-Star entsprechend auch betreffend Kontaktaufnahme funktionieren, ist das ganze Schnuppern, was natürlich für die Lehrlingsausbildung sehr, sehr wichtig ist. Aber natürlich sind einige, die was wirklich uns über die E-Star kennengelernt haben, mittlerweile bei uns und absolvieren erfolgreiche Lehre. Ich mache Maschinenbautechniker bei der ÖBB. Die Lehre dauert 3,5 Jahre. Also ich bin da bei der ÖBB Maschinenbautechniker, lerne alles, was mit Stahl zu tun hat. Wie schaut deine weitere berufliche Zukunft aus? Ja, zuerst einmal die Lehre abschließen, hoffe mit einem guten oder ausgezeichneten Erfolg, also das Beste, was geht. Und hoffe, dass mich dann die ÖBB übernimmt, weil ich würde sehr gerne die Lokführerausbildung machen. Das ist Kindheitswunsch und den möchte ich mal realisieren. Wir rekrutieren sehr viele Jugendliche, auch speziell aus dem Bereich Pongau, da wir unsere Lehrlinge im Praxiseinsatz in St. Johann, in Hofgastein, in Bischofshofen oder aber auch in Radstadt einsetzen können. Unsere Abteilung ist für die Wartung von den Maschinen zuständig. Wir dürfen, wenn Defekte sind, herrichten. Wir kommen auch zu allen Maschinen zu. Wir müssen Teile tauschen und für die Reparaturen von den Maschinen einfach. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich gern mit Mechanik und Elektrik arbeite. Eine Lehre bietet gute Karrieremöglichkeiten, weil man hat die Matura absolviert, für die, was man sonst 4 oder 5 Jahre in die Schule geht. Und man hat trotzdem gleichzeitig noch einen Lehrberuf absolviert. Wir pflegen auch das System der Rotation, das heißt, die Lehrlinge bei uns bleiben nicht 3 Jahre oder 3,5 Jahre an einem und demselben Platz, sondern lernen andere Aufgabenbereiche und Abläufe kennen. Wir halten die E-Star für eine absolut notwendige und tolle Veranstaltung, um die Lehrberufe, die in unserer Region angeboten werden, auch zu präsentieren. Konstruiere Pläne, erstelle Schweißzeichnungen, Schweißdetails und so für die Produktion im Unten. Ich war schon immer sehr technisch interessiert und am Computer arbeiten taugt mir auch viel. Und jetzt deswegen eigentlich habe ich mich für die Konstruktion selber entschieden. Ja, die Größe unserer Schirme ist auch unser Erfolg. Wir produzieren die weltweit und werden dann auf der ganzen Welt natürlich auch montiert. Und somit wird natürlich auch der Lehrling, der das zuerst baut, aber der dann auch bei der Montage entsprechend mit dabei ist. Bei uns kümmern sich auch die erfahrenen Mitarbeiter dann sehr intensiv um die Lehrlinge, die betreuen, die schulen entsprechend. Im Großen und Ganzen macht es relativ viel Spaß, weil sie machen das eigentlich ganz gut, unsere Lehrlinge. Und sie sind auch sehr bestrebt, dass sie was lernen. Und mir taugt das ganz gut. Neue und junge Leute was lernen, das ist natürlich das Beste.